So. Die Pistole. Graf, nimm sie. Ich kann nicht damit umgehen. Es ist Zeit, sich um sie zu kümmern. Was sollen wir mit ihnen machen? Lass uns zuerst einen zeremoniellen Schluck vom Trank nehmen. Und dann? Sie müssen uns verraten, wer sonst noch davon weiß. Und? Wie üblich entledigen wir uns der Bedrohung. Delta ist nicht hier. Wirst du es selbst erledigen? Nein, das widert mich an. Wir werden jemanden bezahlen. Wir reden über Omega und das Mädchen. Irgendwelche Vorschläge? Lass uns einfach alles trinken. Sie stellen kein Problem dar. Der Graf ist von den Toten auferstanden. Glaubst du nicht, dass er nächstes Jahr vor uns hier sein wird? Vielleicht. Aber danach könnten wir wieder schneller sein. Ich glaube, ich kenne ihn besser. Also willst du ihn umbringen? Nicht, dass ich das wollte. Es gibt einfach keine andere Möglichkeit. Aber das ist keine Lösung. Irgendwann in der Zukunft wird dieses Problem wieder auftauchen. Und dann muss einer von uns beseitigt werden. Wir machen uns darum Sorgen, wenn es soweit ist. Vielleicht haben die Wissenschaftler bis... Ihr könnt gleich anfangen, euch Sorgen zu machen. Weg von dem Gefäß! Mach keine Dummheiten! Ich habe dir gesagt, er würde nicht aufgeben. Deswegen ist er ja so bezaubernd. Was sollen wir machen? Ich glaube, wir sollten nur die richtigen Zutaten nehmen. Ist dein Gedächtnis zurückgekommen? Es geht mir gut. Du bist so selbstsicher, weil du dich an die richtige Einstellung der Ringe erinnerst, oder? Genau. Mach weiter. Nein. Dann auf Wiedersehen. Du wirst nicht die einzige Person töten, die weiß, wie der Trank hergestellt wird. Die einzige? Und du, Beta? Ich weiß nicht genau, wie es geht. Ich werde den Trank mit dir teilen. Wirst du sie erschießen? Omega, ich erinnere mich. Wie muss ich die Ringe am Gefäß einstellen? Sieh dir die Steine an. Und dann? Es sind Zeichen darauf, genau wie auf den Ringen. Und? Du musst sie nur einstellen. Genug. Rede, Alpha. Du musst mir garantieren, dass keiner von ihnen etwas vom Trank abbekommt. Soll ich schwören? Erschieß sie einfach. Eher würde ich dich erschießen. Das traust du dich nicht. Du steckst hinter den Morden. Du hättest an meiner Stelle dasselbe getan. Genug. Ich werde nicht mit dir feilschen. Das bezweifle ich. Das Mädchen wird die richtigen Symbole erraten. In sowas ist sie großartig. Ich befürchte, der lebensspendende Trank wird verschwendet. Ich werde ihn mit ihr trinken. In 0, nichts. Oder, Sylvie? Ja, ich werde es für dich schaffen, Graf. Ich brauche dafür etwas Zeit. Natürlich bin ich sicher. Du findest die Lösung. Hast du nicht schon lange genug gewartet, Omega? Das führt zu nichts. Aber wir haben doch so viel Spaß. Und die Nacht ist so schön. Ich beschwere mich nicht. Wieder vereint. Nach so vielen Jahren. Lasst uns feiern. Lade dich nicht selbst auf eine Party von jemandem anderen ein. Du bist nicht eingeladen. Sie wird es schaffen. In dem Fall wirst du auch nicht mit am Tisch sitzen. Zu schade. Ich werde nicht nach ihnen schnappen. Soll ich es ihr vorhalten, dass sie ihr Bestes gibt? Also wirst du still daneben stehen, während dein Haar grau wird. Ich will nicht nur von Feinden umgeben sein. Das war dir doch früher egal. Du hast niemanden verschont. Wenn ich meine Taten mit deinen vergleiche, kann ich immer noch den Schlaf der Gerechten schlafen. Nebenbei. Worum streiten wir uns überhaupt? Wenn die Eingeborenen nicht gewesen wären. Warum reitest du darauf herum? Wenn sie nicht den Anker der Mary Celeste bei Ebbe gekappt hätten. Sie haben uns abgeschnitten und angegriffen. Narren. Sie konnten nicht begreifen, dass sie keine Chance hatten. Die Regel der Eliminierung? Ja. Wir haben das übernommen, was das Beste für sie zu sein schien. Was über Hunderte oder Tausende von Jahren getestet worden ist. Okay, wir sollen also jetzt den... Was hat der Graf gesagt? Nachdem die Früchte drin sind, füge ein Bündel Kräuter hinzu, die im Dorf wachsen. Dann stelle den Dampfstrom im Gefäß ein und justiere am Ende die Verhältnisse der Saftzutaten mit den drehbaren Ringen. So...
Ich sollte jetzt die Filter einstellen. Ich sollte jetzt... Die Filter. Um den Trank zuzubereiten. Denk nach, das wird nicht... Oh. Na super. Okay, also wir müssen jetzt erstmal ein Feuer anzünden. Dann können wir gleich hier nochmal auf den... Ich denke mal, aber das ist die, Probieren geht über... Denk nach... Ich will mir nicht... Und es war... So. Denk nach... Probieren geht... Und es war... Ich bin fast fertig. Da bin ich froh. Ich finde diese Konversation ermüdend. Stimmt. Das ist schwer zu ertragen. Wofür diese Gewissenserforschung? Wir wollen nur... Alpha hat überhaupt kein Gewissen. Und dein Gewissen schläft, solange alles gut geht. Mir war nicht klar, dass es so enden würde, als ich Marty ihren Mann weggenommen habe. Niemand hat dich gebeten zu beichten. Aber die Frau des Kapitäns und sein Kind kaltblütig zu ermorden. Das war ein Unfall. Das Rettungsboot kenterte, als sie um die Insel gesegelt sind. Aber du warst es, der den Kapitän aufhielt, als er sich mit ihnen treffen wollte. Er wollte mit ihnen weglaufen. Was hätte ich machen sollen? Man hat gesehen, dass sie Probleme hatten. Sie hatten Pech. Die Strömung hat das Rettungsboot auf einen Felsen geworfen. Das Stück der Planke, das er später gefunden hat, war wie eine Reliquie für ihn. So, willkommen zurück. Ich habe nachgeguckt mal wieder, weil das meine Lieblingsbeschäftigung ist. Nein, aber ich war es jetzt leid, so lange da rumzudrücken und es passiert sowieso nichts. Deswegen habe ich das gleich rausgeschnitten. Wir nummerieren durch von 1 bis 16. Und drücken die 6, die 8 und die 13. 8, 4, 8, 12, 13, 14, 15. So, dann die 5 und die 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann die 14. 12, 13, 14, dann die 16, die 1, 3, die 9, die 11, die 2, die 4, die... Jetzt funktioniert es prächtig. Die Filterung des Saftes ist in vollem Gange. Es ist Zeit, die Mengenverhältnisse der Trankzutaten mit den drehbaren Ringen einzustellen. Nur noch ein bisschen. Ich warte geduldig. Das führt zu nichts. Du musst ein Geschäft machen. Nicht mit dir. Ich bin nah dran. Ich kann es fühlen. Wir können es zusammentun. Bleib da und beweg dich nicht. Ich möchte wirklich nur helfen. Du möchtest dir selbst helfen. Du vertraust mir nicht. Schade. Früher war das anders. Erinnere mich nicht daran. Aber ich bereue es nicht. Ich habe immer nach einem Weg gesucht, wie ich bei dir sein konnte. Du hast immer nach dem stärksten Mann in der Gruppe gesucht. Das bist du, Omega. Oder etwa nicht? Das reicht nicht. Was braucht man noch, um zusammen zu sein? Viel mehr. Muss man ein treues Weib sein, unter dem Bann seines Mannes? Ärgere mich nicht. Und wenn der Mann eine andere findet, es still ertragen? Andere Männer um Hilfe bitten? Still! Und dann sterben, ohne jemandem Probleme zu bereiten? Genug davon! Ich bringe dich um, wenn du auch nur ein Wort sagst. Tu es. Tu es! Du schämst dich wegen des Mädchens. Das wird sich nicht ändern. Hast du mal daran gedacht? Genug damit, unsere Seele in Stücke zu reißen. Also willst du alleine bleiben? Das wirst du. Ich bin die Einzige, die dich verstehen kann. Sie ist zu ehrbar, zu anständig, zu einfach. Wenn sie alles herausfindet, wird sie dich verachten. Du wirst immer eine Grimasse des Ekels auf ihrem Gesicht sehen, obwohl ich glaube, dass sie versuchen wird, sie zu verbergen. Am Ende wird sie dich verlassen. Nur an meiner Seite wirst du dich nicht erklären müssen, weil es nicht erklärt werden kann. Und ich weiß das. Etwas stimmt nicht mit dem Fluss der Kräuterbrühe durch das Gefäß.
Ja, wir müssen hier oben noch eine Kombi eingeben. Ich habe das schon mal rausgesucht, weil ich da jetzt auch keine Lust hatte, da noch ewig rumzurätseln. Ich habe ja beim letzten Mal auch lange rumgerätselt. Ich habe die Ringe eingestellt. Alles ist eingestellt. Fertig. Es ist also getan. Wie viele Portionen? Nur 2. Teile es auf, Graf. Ich kann nicht. Es müssen 2 exakt gleiche Portionen sein. Nicht einmal dein Gewicht spielt eine Rolle. Was hast du vor? Das ist einfache Arithmetik. 2 Portionen, 4 Leute. Also? Ziehe 2 von 4 ab. Das musst du nicht tun. Sylvie, er will uns töten. Sie sind verrückt. Nicht ich. Ich habe keine Wahl und ihr wisst das. Was? Ich verstehe das nicht. Damit bin ich nicht einverstanden. Das ist das Gesetz der Insel. Die, die nichts vom Trank kriegen, sterben. Das macht keinen Sinn. Das ist das Gesetz der Bruderschaft. Das Gesetz ewigen Lebens. Warum? Weil sie eine tödliche Bedrohung darstellen. Du hast es gesehen. Aber du bist kein Mann, der Wehrlose umbringt. Sie sind nicht wehrlos. Das kannst du nicht machen. Kein Gesetz hat damit etwas zu tun. Dieses Gesetz gilt für jeden, der das Geheimnis kennt. Auch für dich. Was bedeutet das? Dass du auch eine Bedrohung bist. Ich habe dir gesagt, sie würde es nicht verstehen. Komm her zu mir, Beta. Seien Sie tapfer. Was passiert hier? Sie sind raus. Lass uns gehen. Nein. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Ich kann nichts dagegen machen. Und das alles wegen eines Kruges Saft? Sie müssen sowieso früher oder später sterben. So, damit wären wir am Ende angelangt von Das Vermächtnis. Ich habe noch 2 weitere Teile von Das Vermächtnis, die, glaube ich, mit 2 anderen Frauen spielen. Ich finde das ganz interessant, dass das immer Frauen sind. Aber warum auch nicht? Das war der Zettel, wo ich die Lösung drauf geschrieben hatte. Ich muss sagen, er war länger als der letzte Teil. Das Ende war ein bisschen krank. Aber wie soll man ansonsten die Gier von den Menschen beschreiben? Die waren irgendwie schon alle verrückt geworden wegen diesem Trank, da sich gegenseitig umzubringen, anstatt diesen Trank richtig zu erforschen und so weiter. Ja. Ich würde sagen, ich freue mich auf das nächste, Das Vermächtnis. Es ist auf jeden Fall immer interessant. Die Rätsel sind teilweise sogar mal wieder zu schwer gewesen für mich. Aber es hängt wohl eher damit zusammen, dass ich in diesem Genre immer noch nicht so groß gewachsen bin. Leider hängt gerade die Bildrate wieder ein bisschen. Ja. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß bei dem nächsten Projekt. Ich hoffe, ihr bleibt der Reihe treu, so wie ich das auch mache. Und schaut auf die nächsten interessanten Geschichten. Und ihr müsst immer daran denken, der Weg ist das Ziel und der Spielverlauf war sehr schön. Das Ende ist, naja. Aber ich muss auch sagen, ich mag eigentlich nur Spiele, wo das Ende auch schön ist. Und ich meine, das Ende ist ja gut, Sylvie hat überlebt, die ganzen Bekloppten werden vielleicht nochmal normal, bevor sie irgendwann mal sterben. Ja, Ende gut, alles gut. Tschüss.